Ja, denn einen wunderschönen guten Abend, Rabenherz. Seid gegrüßt. So, Freunde, bestimmte Herstellungs- und Veredelungsstationen benötigen Brennstoff, etwa das Lagerfeuer oder die Feuerschale. Oder die Kochstation. Aber im Moment warten wir noch auf den Server. Da, seht ihr? Warten auf den Server. Wusch. Ja, so ist das. Nee, gut, also geht. Ja, ich bin so ein bisschen... Aber sollte hinhauen, denke ich mal. Und kommt Kamera, Jim Jim Mary. Die Welt wird vorbereitet. Das ist ja echt schön. Ach, schade, der Schneedra nicht da ist. Der würde sich wieder freuen. Dem würde wieder die Nase bluten bei meiner... schrägen Vorstellung. Ja, nee, Frankenstein wartet hier noch auf seine Lieferung. Und dann wollen wir das mal erledigen, ne? Und dann können wir ja dann in den Streamtitel schreiben, nach Frankenstein. Dürfte eigentlich relativ schnell gehen. Auf der anderen Seite bleiben wir noch ein bisschen in der Welt. Das ist eine antiquarische, ne? Ah, weiß ich nicht. Ja gut, das Fae-Portal können wir gerne machen. Jetzt wissen wir aber auch, dass wir nachschlagen können, wo wir welche Rohstoffe bekommen. Das ist schon mal interessant. Zumindest, wenn es in der Quest steht. Ansonsten müssen wir uns mit kryptischen Aussagen zufrieden geben. Aber wir Elden Ring-Spieler sind das ja gewohnt. Ja, ich bereite euch ganz langsam darauf vor, dass es demnächst monatelang nur noch den DLC von Elden Ring gibt. Genau. Ja, die Welt wird immer noch vorbereitet. Alles bereit. Oh. Wusch, wir sind da. Cool. Nancy? Ich höre Nancy auch antrodeln. Sehr schön. Okay. Wir haben Salz in der Tasche. Ich habe noch Salz in den Taschen von Hawaii. Der arme Schneedra. Wollen wir jetzt was essen oder später? Lieber später, ne? Alles soweit in Ordnung. Wir können mal kurz repairen. Nancy, hast du noch was in den Taschen? Oder ist es euch gut so? Ist euch gut so? Das ist gut so. Vielleicht sollte ich ihr auch mal ein bisschen was aufpimpen. Die Kletterpickel, die Sichel ist auch aufgepimpt. Also sie sind alle 100, okay. Dann bedarf es eigentlich nichts weiter. Nicht wahr, Nancy? Ich weiß gar nicht mehr, welches Tor wir verwendet haben, aber wir haben sie ja beschriftet. So, 10 Dochte. Bullmetall. Lucanus. Eibenholz. Ichor? Nein. Nein. Gebundene Borsten und Rohredelstein versteinerter Ichor. Und damit dürfte... Ach, bringen Sie. Also. Bringen Sie. Hohlbarren versteinerter Ichor, Eibenholz, gebundene Barren, Ichor, gebundene Borsten. Gebundene Borsten fehlen uns, oder? Nein, Ichor der gebundenen. Gebundene Borsten. Und den Arkanen doch, da steht 5. Ich habe 10 eingepackt. Waren das nicht 10? Warum steht da, bringen Sie Frankenstein einen? Wir haben 2. Ach, schied war drupp. Wir gehen da jetzt mal hin, gucken uns das mal an. Ich glaube, das ist sogar das Tor hier, ne? Das uns sagen möchte, wir sind noch auf Standby. Nee, ist Waldjagdtor, okay. Da Astrolabium Wüste. Break. Abbrechen. Open up the door. Portal not öffne, please. Oh, wir haben gar keine. Weltenkarten. Wir haben dafür aber ein Astrolabium. Düster und Versorger. Ja. Fehlt uns Jagd, obwohl wir haben hier Waldjagd, ne? Ja. Hier haben wir düster Sumpf, das ist die Dano.
Was haben wir denn hier? Antiquarisch-Sumpf. Ah, mit der Claire. Okay. Nee, wir essen erstmal das Fleisch weg. Ich bin echt geschockt über die Veränderung der Werte. Also jetzt beim Abliefern, beim Dr. Frankenstein, beim Frankenfurter. So. Wir haben noch Heilzeug, okay. Heilzeug, okay. Warum haben wir den Stein mit dabei? Ein Gneisblock. Cheatwortdruck. Hinein ins Löchle. Welt wird vorbereitet. Warten auf Server. Wieder mal Fahrstuhlmusik. I can't believe it's true. Okay, jetzt lass mal gucken. Wo hängt denn der? Naja, wir kommen von hier oben. Dann wollte ich eigentlich auf dem Weg zu ihm noch das Fey-Portal besuchen gehen. Das heißt also, wir gehen in Westen. Südwesten. Also eigentlich West-Südwest. Die Hilfe, das können die sich alle abschminken. Alter, was ein Baum. Ja, das können die sich alle abschminken. Wir nehmen das Messerchen in die Hand. La 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 la. So, immer ein bisschen vorher aufhören, weil man weiß nie, was einem hinter der nächsten Düne erwartet. Wir dürften genau auf Kurs sein. Ja, nicht ganz, aber ist egal. Ich glaube, den Turm hatten wir schon bestritten. Also, da kann man ja nur hochklettern. Oder hinten diese Ölpumpstation haben wir uns, glaube ich, noch gar nicht angeguckt. Bin hier sehr schnell durchgehuscht. Wozu diese Boxen sein sollen, weiß ich auch nicht so genau. Weil, also um sich selber irgendwelche Sachen zu schicken, die kommen ja nicht überall vor, nicht in jeder Welt. Also von daher, lasst es sein, Kinder. Wenn ihr leben wollt, lasst es sein. Badababababam. Ich bin echt gespannt auf Dr. Frankenstein, aber ihr seht ja, ich zögere das ja schon wieder heraus. Und dass wir vorher noch bei dem Fey-Portal vorbeigucken. Ich meine, ist eine Astrolabium-Welt. Wir brauchen nur den Pickel auspacken, dann kippen die schon um. Also von daher, gar kein Ding. Okay. Ach, Löwenmäulchenfarbe, super. Löwenmäulchen sind hübsche Blumen. Okay. Ist geil, dass hier so ein Zeppelin durch die Gegend flattert. Hallo, ihr Kleinen. Oh. Ich möchte eure Mutter nicht kennenlernen. Und dann müssen wir rein theoretisch noch den Abend am Kamin verbringen. Na, nee, eben nicht. In der Waldjagdwelt verbringen, damit wir den alten Typen treffen. Den Baum. Mein Freund, der Baum. Ich hab's dir gesagt. Nancy macht das auch mit einem Hammerschlag. Ich glaube, wir nehmen das auch nicht mit. Das ist unnötiger Ballast da. Ich weiß, ist schade. Die armen Tiere sind dann quasi umsonst gestorben. Aber hey, ich hab's nicht gewollt. Sie kamen direkt auf mich zu. Ach, nicht schon wieder, Kinder. Lasst es sein. Ich glaube, hier brauchen wir 230, ne? Ja, okay. Aber wir nehmen das mit. Elfers. Filz Elfers.
Das ist natürlich so eine Sache, ne? Vielleicht nicht so schlau, dass ich hier den Krempel einfach so liegen lasse. Aber wir werden dann sehen. Weil aus deren Chitin können wir natürlich auch wieder Filz und Stoff herstellen. Ich glaube, den hatten wir bestiegen. Der alte Mann sieht mal wieder nicht, wo die Treppe anfängt. Katüne. Du. Cool. Dann ist der Turm aber noch nicht bestiegen von uns. Also auf dem anderen Turm war, glaube ich, nichts zum Entspannen. Ach, bitte, lass mich doch da durch. So fett bin ich nun wirklich nicht. Also ehrlich nicht. Ah, bestimmt wegen dem Schirm, ne? Ich bin wegen dem Schirm nicht da durchgekommen. Jetzt komme ich durch. Hölzelein. Was ist denn das? Aha. Wir sind schon beim Fehlportal. Ich hab's gar nicht gerafft. Wie cool. Das Tele der Wendigkeit nicht entdeckt. Okay. Geil. Gehen wir danach zum Frankie. Frankenfurter. Yeah, the jump to the left. And the step to the right. Hey, da geht's auch noch höher. Hä? Hier ist so eine richtig geile Kochstation. Cool. Holla! Ja, Nancy, du hast recht. Okay. Put your hands on your hips and bring your knees in time. Okay. Hallo? Wie auf so einem Fahrrad mit viereckigen Rädern. Lalalalalala. Lalala. Okay, cool. Ja, Nancy. Hast du den Hammer bereit? Sehr schön. Also zwei Belagerungen. Das Feldportal macht eventuell auch nochmal zwei, aber... Wie gesagt, ne? Er ist cool hier. Mal gucken, was gibt er uns? Er gibt uns das Lucanus oder Lacunus, Entschuldigung, Lucanus. Ja. Und er gibt den nochmal in einer etwas anderen Ausführung als Ninja, hätte ich jetzt fast gesagt, als Assassin. Und der gibt uns dann Hohlmetall. It's a jump to the left. And a step to the right. Infusion der Kraft, maximale Gesundheit. Ja, das ist aber jetzt doof. Also, okay, es gab aber noch einen anderen Weg runter, ne?
Oh, geil. Hier gibt's Zeug. Hüpfe. Genau. Ganz genau. Die sind mir in die Spitzhacke gelaufen. Ich konnte gar nichts dafür. Man merkt, ich bin mal wieder gar nicht da. Hey. Ach. Wir hätten also da hinten auch noch einen Weg gehabt. Hinter dem Dings. Schwefel. Die sind mir auch genau in die Spitzhacke gehüpft. Bin unschuldig. Oh, das da hinten kriege ich bestimmt. Also doch, warte mal. 100 war bisher das mit Höchste, was so ein. Ja, cool. Dürfte Silber oder Magnesium sein. Magnesium. Ja, Kupfer. Ein dekoratives Regal. Ist mir eigentlich Schnurzpiep egal, aber es gibt ein dekoratives Regal. So, wir haben ja gelernt, kaputt machen bringt Goldholz und Scharniere. Müssen wir die nämlich nicht herstellen. Huch. Ach ja, man kriegt ja hier einen Lotus, da einen Lotus. Die kam direkt auf mich zu. Scharwäffel. Nö, sieht nicht nach einer Belagerung aus. Oh, krass, ne? Dieser Wind, der da so rein weht. Oh, oh. Also doch. Tut mir leid. Aber wenn man so eine Spitzhacke in der Hand hat, dann sieht alles aus wie ein Stein. Silver Herde Hammer. Schön ist, dass es hier mal. Aha. Labe, hier ist kein Calcularia anwesend. So, ach, warte mal. Nancy. Oh, ich höre sie schon, ey. Wow. Da haben wir den Ichio. Nancy, die machen ganz schön Ärger da. Das hört sich hart an. Ich hab Angst. Ach, die kämpfen sowieso gegen was anderes. Macht schon Spaß, manchmal so ein bisschen Scheiße zu bauen. Ja. Okay. Obwohl ich mir vorstellen könnte, dass man hier eventuell so ein Extraktor in Gang bringen muss, aber die Tür ist schon offen. Das heißt also, hier ist irgendwo was Gutes versteckt, was wir am besten übergehen sollen.
damit wir ganz schnell hier raus sind. Deswegen haben die uns die Türe schon geöffnet. Kohle nehme ich mit. Hätte gern... Ah, die K1-Essenz. Mist, egal. Kohle ist cool. Aber es war... Was soll da drum gepuppel hier? Gut, keine kaputte Wand. Kohle ist gut. Nennen Sie? Lass mal die Scheiße. Warte mal, zack, zack, zack. Nimm du mal lieber Scharwäffel, wenn... Ach, das ist das Löwenmäulchenfarbe, okay. Yeah. Das war aber alles, ne? Nee. Es gibt diese Höhlen auch total dunkel, das ist... Ultra ätzend. Hier ist eh nur Holz drin. Oh. Da laufen die Kleinen wieder weg. Warum denn? Was ist denn los hier? Okay. Es gibt hier auf jeden Fall schon mal gute Truhen. Das ist schon mal geil. Warum ist hier ein Buton? Ah, das ist so ein Assassin. Und von dem bekommen wir auch nur. Oh. Nennt sie so ein richtiger Horter. Tut mir leid, Roboterturm. Du warst Kollateralschaden.
Jambo. Ich möchte keine brüchige Wand übersehen, versteht ihr? Sandstein so aus die Kohle. Weil das noch Early Access ist. Aua, den habe ich jetzt in der letzten Sekunde gesehen. Müssen wir hier echt die Gegner suchen? Das ist hart. Und das ist geil, Psycho. Ah! Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? An der Backe, mein Freund. An der Backe. And a step to the right. Ja, das hört sich aber gut an irgendwie. Au. Trifft der alte Mann wieder. Die sind noch aufgebracht. Was ist los? Wohin wollen die? Was ist das Tor offen? Nee. Hä? Wir haben ihm zur Flucht verholfen. Ach, guck mal, er hier. Oh. Dann haben wir jetzt halt 1715 K1-Esensen. Ich will ja nicht undankbar sein. Weil man hat ja eigentlich die Möglichkeit, rein theoretisch jetzt nur so, da hoch zu kraxeln, dann ist man da drauf. Oder das hat keinen Sinn, weil, ne, halt eben so. Oh, immer noch mehr. Korrektur 1800, okay. Und genau genommen haben wir hier echt noch einiges vor uns. Naja, gut. Wir sehen jetzt natürlich nicht, ne? Nancy, komm da raus! Nein, Nancy! Ah!
Ba-ba-ba-ba-ba. Kinder. Gestern noch voll die heiße Sonne und heute? Okay. Also rein theoretisch müssten wir auch noch die da hinten abschließen. Aber das ist jetzt gegenläufig, finde ich ziemlich blöd. Hier, das haben wir schon alles abgeschlossen. Wir gehen erstmal zum Franzenstein, ne? Aha. Reise einer alten Magikerin. Ah ja. Also wirklich da hinten rumkraxeln müssen. Hallo Nancy. Ah! 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 Schneedra. Wie, womit hast du nicht gerechnet? Okay. Sehr links. Aber okay. Hier habe ich auch nicht so ganz mit gerechnet, aber... Unverhofft kommt oft, ne? Oh ja, Ringelblume, ne? Ich habe eben auch schon schön für dich gesungen, aber du warst ja nicht da. Aber ich kann das direkt nochmal nachholen. Ja. Ach so. Sowieso ein paar Sachen verwerten. Hast du schon Nickel? Ja, du hast schon Nickel. Das ist gut. Rum da dum da di da du da da rum da di da 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 da. Schwuppi di 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 da da. So, das dürfte das Heiligtum des Dr. Frankenstein sein. Auch genannt Frankenfurter. Du willst nichts von mir, oder? Du Arsch, ey. Arschloch.
Hallo, bleibst du mal liegen, du Kackding? Draht, Roboterherz. Also die Typen ohne ihr Geschwader drumherum, die geben einem nichts Besonderes. Obwohl, Roboterherz ist ja auch nicht übel. Und Draht? Draht kann man immer gut gebrauchen. Draht ist nicht schlecht. Ja. Rabenherz heißt das zu schätzen. Wo laufe ich hin? Mich verlaufen. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Achso. Da lang. Okay. Das Salz, ne? Na, wollen wir nicht umkommen lassen. Wir schunkeln mit. La 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 la. Okay, fast da. Wir sind fast da. Aber lustigerweise, Schneedra, wir haben ja, bevor wir den Stream eben beendet haben, die richtigen Summen an Material in die Tüte gepackt. Aber bringen sollen wir nur die Hälfte von dem angegebenen Material. Schon zurück, wie oft aus den Augen verlieren, Gedanken abgründe, Wissenschaft erforscht. Ihr habt die gewonnenen Proben, die sie wollten. Absolut ausgezeichnet. Ja, diese Proben sind ekelhaft. Hoffentlich Geschmack. Wir müssen versuchen, ein paar gebundene, was, den Schädel einzuschlagen, Doktor. Quest abgeschlossen, Lebenslicht, okay? Meine Tapferkeit muss jener der Ritter von einst gleichen. Er hat eine mögliche Entdeckung gemacht. Die zentrale Frage ist, ob sie dafür entwickelt wurden, Bedürfnisse und Begierden zu haben oder nicht. Ihr Wanderverhalten drückt eine Art innere Entschlossenheit aus. Ihren Bewegungen liegt ein Reim zugrunde. Auch wenn wir ihren Zweck noch nicht verstehen. So wie die Balztänze bestimmter Tiere, die Biologen seit Jahrhunderten Rätsel aufgaben. Da ist die hermetisch katalogisierende Schaufigur und Personal, als wir dachten, jeder hat sein einzigartiges Bewegungsmuster, der Zweck erfüllt. Allerdings können unsere Bezeichnung Roboter etwas ungenau sein. Wie hilft das unserer Sache weiter? Wir müssen Erfahrungen bringen, wie sie sich bewegen. Noch mehr Proben für mich sammeln. Ach, du kannst mir mal echt kräftig kratzen. Kann ich mehr gebunden in die Schädel einschlagen. Ich hab das Öl doch schon, Mann. Wenn sie jedoch ein paar Komponenten der Türme... Ja. Okay. Nach ausrangierten Teilen. Okay, haben wir. Haben wir auch. Aber ich weiß nicht, ob wir 5 haben. Alter, gehst mir auf den Sack. Pack deine Klamotten, geh da raus
Nimm den Knüppel mit und sieh zu, dass du den Scheiß selber besorgst. Ja, Kinder. Nee, wie gesagt, lange kann ich heute gar nicht so, aber ist ja auch gut so, ne? Dann und so. Ja. Nutzen Sie den Steinhaufen an Ihrem Anwesen, um den Rückzugsraum festzulegen. Ratet mal, wir warten auf den Server. Warten auf den Server. Ja, Funktion kann ich hier zu reisen. Entweder müssen Sie sprinten oder springen. Wenn Sie Todesruhe zurückkehren, will er Fehlwelten nehmen, Opfergaben tauschen, spezielle Ressourcen. Kampf ist nicht immer die beste Option. Ja, dann. Ach, dieses halbe Kaleidoskop ist schon ganz nett. Dam, da dam, da dam, 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 da dam, dam, da dam, da dam, dam, da dam, 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 dam. Vielleicht sollte ich mir hier eine Blockflöte hinlegen oder so. Ja, auf der anderen Seite gibt es natürlich Möglichkeiten zum Quatschen, ne? Aber ich habe nichts zu erzählen, Freunde, echt nicht. Nee, nee, nee. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Runde mit unseren Essenzjägern. Ja gut, nicht unbedingt auf die Bosskämpfe. Das war ja gestern wieder so ein Ding. Ja. Ich kann die Kettenglieder sehen. Mhm. Ja, es bringt viel, danke. Ja, aber bisher, ja, war echt unbefriedigend, dass wir die Helen da allein gelassen haben, so. Aber wir müssen halt weiterkommen. Aber wir können jetzt diese komischen Geflechte in die Luft jagen. Das ist schon mal ziemlich geil. Aber wir werden sehen, was uns das bringt. Weil die Geflechte waren jetzt eigentlich in Anfangsleveln. Und da wir ja über Dings gegangen sind, über die Eggen, sind wir natürlich ein bisschen OP. Könnten wir aber dann rein theoretisch... Nee. Ich habe mich gerade an diesen einen Scheißkampf erinnert. Wo wir wie oft gegen die drei antreten mussten? 4-mal oder so? Wo ich dann gesagt habe, so Schnauze voll. Machen wir nicht. Hab ich keinen Bock drauf. Ist mir zu blöd. Das ist echt so. Hm. Aber ich freue mich auf die nächsten Ermittlungen. Die sind immer cool. So geile Wendungen dabei. So, Welt wird vorbereitet. Eben stand da schon fast alles bereit, aber auch nur fast. Seht ihr da? Ja. Hm. Ja. Hm. Ja. Ach, wir haben... Oh ja, wir haben sehr volles Inventar. Also, wir bringen erstmal die Tränke weg. Dann die Munition. Wir haben noch... Mechanische Zahnräder, Roboterturm, Klasse 1. Das heißt also, das will ich jetzt mal ausprobieren. Pass auf, pass auf, pass auf, warte, pass auf, warte, pass auf.
Nancy, komm mal rüber, bitte. Na, dann bleib da. Achso, die können wir auch noch ablegen. Ach, guck mal, ich habe schon wieder einen Trank vergessen. Der Sprinttrank. Hey. Nancy ist Frau von Welt, die will nicht einfach so aufs kommen. Verstehe ich. Scharniere tun wir da drüben rein. Gebundene Borsten, Borsten, Horsten, Borsten. Kohle, cool. Oh, wir haben Ringelblume. Da können wir wenigstens was draus machen. Gewürz. Fabelwesen oder Apex-Kreatur. Okay, können wir gut gebrauchen. Ja, ja, können wir gut gebrauchen. Nennen Sie? Ich habe wieder Platz in der Tasche. Drahtnickel haben wir nicht hier drin. Drahtroboter-Springer-Klasse 1 haben wir nicht hier drin. Drahtsagenumwogener haben wir auch nicht hier drin. Faden sowieso nicht. Löwenmäulchen. Feines Mehlfilz. Glas. Ichior. Roher Edelstein-Roboter. Turm Klasse 1. Brauchen wir davon noch einen, ne? Schwefel. Kohle. Holz haben wir da drüben. Könnte aber auch sein, dass wir hier noch irgendwo in der anderen Kiste Klasse 1 solche haben. Haben wir jetzt auch noch Erz und Magnesium und Silber. Und ich meine Magnesium und Silbererz. Ich habe eine Unordnung. Ja, ich meine, das geht einem auch irgendwann mal. Auf den Sack. Brauchen wir davon noch zwei? Wir haben sogar Klasse 2 Dinger. Klasse 2 Springer Herz. Zauberöl. Haben wir hier auch nochmal Zauberöl? Ist ja geil. Klasse 2. So, haben wir. Fehlen uns eigentlich nur noch die Zahnräder, ne? Oh, ich glaube, wir haben sie. La, 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 la. Jetzt haben wir hier auch noch Herzen drin. Ich sollte echt nochmal gucken, dass wir das ein bisschen... Aber Klasse 2 oder sind Klasse 1 Herz, ne? Hm. Weil hier sind eigentlich nur Klasse 1 Sachen drin, ne? Eigentlich. So... Bringen Sie Viktor Frankenstein zum Turm. Ja, ja, bringen wir ihn. Hier.
Hier haben wir keine Scharniere. Hier haben wir die Scharniere mit drin. Ja. Das ist ein Klasse 1 Herz. Goldenes Holz. Hartholz und erweitertes Eibenholz. Man muss sich echt einen Überblick verschaffen, sonst hängt man irgendwann mal ganz schön durch. Klasse 3, warte mal, dann ist das bestimmt auch Klasse 3, ne? Ne, ist nur Klasse 2. So, jetzt gucken wir mal, tun wir die mal kurz hier rein. Weil die nehmen wir auf jeden Fall, um den Dingens zu lokalisieren. Das ist ja geil. Den Ichior, den können wir auch hier drin lassen. Schwarzpulver haben wir hier drin. So. Die brauchen wir. Roboterläufer, Roboterturm. 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 Okay, davon brauchen wir immer nur 5. Okay. Dann haben wir das grobe Salz. Haben wir hier drin. Feine Mehl haben wir mit hier drin. Ne? Eigentlich haben wir hier auch Stöffkes bei. Nur sogar noch frei. Cool. Die sind aber Klasse 1, ja, also. Du richtest gerade nebenbei deine Schneiderei ein. Chapeau. Essenz der Unversehrtheit. Ja, so richtig geile Dinger will ich irgendwie noch gar nicht in die Rüstung einarbeiten. Habe ich schon einmal und ist uns verloren gegangen, weil wir umgebastelt haben. Der hat schon Infusion der Zeit. Ihr könnt nur 2 drauf tun. Ah, sehr schön. Ich muss den Slot auswählen. Er verbraucht Verzauberung, legendäre Fährte und füllt den Slot verbesserter Bergmannspickel dauerhaft. Hoffe mal. Ach du Buck. Welch verwirrend wundervolles Geschmiere. Eine feine List, die sich die Menschheit ausgedacht hat. Ein marodes Spielzeug mit einem Funken Magik zu durchtränken.
Wie ein Kleinkind, das laufen lernt, nimmst du den Schritt in Richtung jenes Wissen, das uns fähig ganzheitlich zur Verfügung steht. Sei nun achtsam und stolpere nicht. Arschloch. Aber recht hat er. Hey Baby, come on. Let's twist again. Könnte aber schnell gehen. Nur leider die Reise nicht. Wir nehmen mal sowas hier. Dann nehmen wir uns mal noch sowas hier. Und sowas hier. Wenn ich jetzt den Pickel auspacke, zeigt er mir einen Weg. Nicht so, als würde der mir einen Weg weisen. Aber vielleicht gibt es ja hier auch gar keins dieser Wesen. Okay. Irgendwie um den Berg herum. Dann durch die Schlucht. Ich hatte eigentlich auch vor, so mehr oder weniger abgetrennte Räume und so weiter. Und dann hätte ich auch die Dinger, die mehrere Stationen beeinflussen, mehrfach hergestellt. Aber ich bin davon ab, nachdem ich festgestellt habe, dass ich Sachen auch negativ beeinflussen kann. Oh, war ich hier schon drin? Irgendwas mit einer Legierung musste ich herstellen. Ich weiß nur nicht mehr für wen oder für was. Haben wir doch schon mal ausgelacht. Kohle, endlich. Ach nee, Silber. Erweiterung gefunden, die das Spinnrad beeinflusst, außer der Dingens. Ich würde pauschal sagen, ja, aber... Nee, das wäre gelogen. Also ich habe jetzt 40 Erweiterungen. Lass uns mal eben durchhüpfen. Das geht ja schnell. Langweilt ja auch niemanden. Nähstation, ja. Und bei solchen Dingern sieht man das natürlich nicht direkt. Was steht denn bei Untersuchen bei der Nähstation, bei dem Spinnrad, was es da für gültige Erweiterungen gibt?
Wieso, was brauchst denn du? Denn diese Frage kommt mir aus meinem Kopf bekannt vor. Ne. Muss da den Zufluchtfokus, den ich bisher noch nicht herstellen konnte. Der beeinflusst, weiß ich nicht. Also eigentlich gar nichts. Also, geht nichts bei. Wird's eigentlich nur beschleunigen. Beschleunigen tut es aber eigentlich wirklich nur gute Beleuchtung, glaube ich. Guck echt mal rein. Unter untersuchen, was da steht. Ach komm, bitte, tu mir einen Gefallen, Alter. Ach, es kann nicht wahr sein. Es kann einfach nicht wahr sein. Ah, wie mich sowas triggert, das ist echt. Es kann nicht wahr sein, wie mich sowas triggert. Fick dich, Scheißspiel. Nicht wenigstens unter den Schirm pupsen könnte, damit man einen Aufwind hat. Okay, man hätte sogar einen Weg hier hoch. Über diesen umgekippten Stein. Man müsste in der Sonne kraxeln, das mag ich nicht, aber wenn das so ist, ist halt so. Natürlich den längsten Weg ausgesucht. Oh. Oh, doch nicht. Wow. Was? Gut überlebt. Ist keine Lust, auf den Null zu wechseln. Oh, mein Bein ist gebrochen. Eigentlich hatte ich auf sowas gehofft, aber naja. Die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Denn er ist ja eben auch an diesen Vorsprüngen, wie ihr gerade gesehen habt, einfach vorbeigekraxelt. Dachte ich mir auch, weißt du was? Dann mach. Und jetzt kommt er hier wieder. Oh, ey, das ist so unnötig. Hallo Nancy. Ach fuck, ich bin die falsche Seite hochgekraxelt. Okay. Was soll's? Vielleicht gibt's ja jetzt trotzdem irgendwas Schönes. Ne, sieht nicht so aus. Da hinten eventuell Nickel. Da drüben, ja. Komplett vergebens. Na, ob ich das schaffe? Knapp, ne? War knapp, oder? Mit dem Fuß verstaucht. Böse, ne?
verstauchtem Fuß darf ich auch nicht mehr hüpfen. Ja, 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 ja. Ba 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 ba. Ach, ist das schön! Kraxel ich die falsche Kacke hoch, Mann. Ja, so ist das. Ja, im Moment steht da. Ach so. Ah, okay. Gut beleuchtet und geschützt. Ja, ich weiß nicht, ob. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich habe einfach bessere Lampen gebaut, aber. Ich glaube nicht, dass sie wirklich was beschleunigen. Da steht auch irgendwas von maximal 3% meistens irgendwie. Was? Auch so irgendwie. Ja, aber wozu dann? Was sind denn 3%? Das ist ja wie bei der Bank. 0,1% bekommen sie. Hey, Victorius. Ja, nimm die Robby-Teile, du. Ah, meine treue Assistenz. Ey, Junge, ich bin nicht deine treue Assistenz. Sag mal, hat man dich irgendwie, bist du irgendwie so ein Aktivist, hast dich festgeklebt oder was? Nimm mal deine Hände aus dem Arsch und mach mal deinen Scheiß selber, Mann. Okay. Komm hier, zack. Die Roboter ticken. Sonnenuhr, wir haben endlich die Sonnenuhr, juhu. Was machen wir mit der Sonnenuhr? Die zahlreichen Begegnungen mit dem Tod haben Wunden hinterlassen, ey. Wow, Mann. Seltsam. Ach, ich bin gerade willkommen in meinem eigenen Chat. Ist aber lieb, ey. Cool. Seltsam. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Nehmen wir, sie haben was herausgefunden. Auf dem Metall sind entfernte Spuren von Äther zu erkennen. Ah, die Hermetiker postulierten vor langer Zeit, dass der Demiurg, okay, dem interweltlichen Äther Leben abzieht, wenn es Neues materialisiert. Das ist besser, du hältst deine Gedanken zum hermetischen Theismus zurück. Theismus. Ach, hier, wir kommen das Zauberöl ohne Gewalt. Wonach könnte sich ein Läufer wohl sehnen? Geil, rituelle Samenaufzucht, danach hat er sich gesehnt. Ein Text im Observatorium enthielt ein Rezept für eine Samenaufzucht für rituelle Zwecke. Der Läufer könnte es im Tausch gegen das Zauberöl akzeptieren. Denn die Samen sind die Grundlage dessen, was sie begehren. Üppige Gärten, ja geil. Und wir haben die weggeklatscht. Was soll das denn? Ist doch geil. Ich werde Öl besorgen. Okay, er möchte das Zauberöl untersuchen. Ihm würde ich das sogar eventuell geben, aber der Nancy Blei. Ah ja, okay. Müssen wir jetzt mal so ein. Okay. Eieiei, das erinnert mich echt an Grounded. Sonnenuhr. Vorthese, da ist sie. Jo, wow. Wow. Obwohl das Fernglas ist gar nicht so übel für Gegner. Ist nur die Frage, hätte ich damit vielleicht auch das Fabelwesen sehen können? Bin gar nicht auf die Idee gekommen.
Goldwaschschleuse ist. Die magische Linse kriegen wir nicht, okay. Tagebuch. Geschenk für einen Gärtner. Sehr lange in eine rituelle Samenaufzucht. Ach so, okay, die ist also wieder eine Karte. Und wir brauchen dafür keine sicher rituelle Samenaufzucht, ja? Ganz sicher. Herstellen. Kleidung, das eine war Kochen. War der rituelle Dings da. Munition. Schusswaffen, Tränke, Verbesserungen. Choreo Samenaufzucht. Aha. Aha. Verbesserte oder normale Werkbank? Ja, geil. Nur Edelsteine? Kamillensamen? Ach, geh mir doch auf den Sack, ey. Wo soll ich denn jetzt Kamillensamen herkriegen? Kamille, 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 Kamille. Hab ich dir schon gesagt, dass du stinkst? Kamille. Ich muss mal unter meinen mannigfaltigen Samen gucken. Das hört sich falsch an. Ja. Wieso spinnt das Rad zu langsam? Dann sing ihm da doch was vor. Oder auf der Blockflöte. Wir warten erstmal auf den Server, Leute. Ihr wisst ja, was ich immer eben um die Ecke. Ich bin gleich wieder da. Das ist einfach. Ey, ist nicht wahr, ne? Ich war pinkeln und das hat so lange gedauert. Ich habe es nämlich gerade umschalten sehen. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Boah. Ja. Was wollte ich eigentlich sagen? Ich habe keine Ahnung mehr. Doch, ich bin gestern
Ich höre ja immer diesen Podcast Stay Forever. Also ich kann den Game-Liebhabern und gerade Retro-Game-Liebhabern einfach nur wärmstens empfehlen. Warum habe ich denn Alchemietinte Zink bekommen? Bestimmt von dem Duppes gerade, ne? Von dem Frankenfurter, ne? Und Verzauberung Schockwelle, aha. Cool. Geil. Ja, und ich bin gerade bei einer Folge von, ich glaube, Space Quest oder so. Die habe ich schon das hunderte Mal gehört. Ich höre die eigentlich jeden Abend. Die beiden Bekloppten oder die drei mittlerweile. Das ist ja auch mittlerweile der Fabian Käufer mit dabei. Und betreff, warum dieses Spiel hier so im Endeffekt, ach, kriege ich gar nicht rüber, im Endeffekt einen bei der Stange hält, ist der Adventure-Stil, den das Game hat. Man ist dazu verdonnert zu rätseln. Ich meine, es gibt ja verschiedene Arten von Adventuren, aber also das Action-Adventure und die Rätsel-Adventure. Und das hier ist eher so ein Rätsel-Adventure, das einen echt dabei, maximal Gewicht, können wir mal kurz gucken. Und das ist halt so wirklich so ein Rätsel-Adventure. Der Rucksack, der hat schon einmal 10 maximales Gewicht. Vielleicht haben wir sogar nochmal einen guten. Oh, wir haben gar keinen Platz. Ja, und das ist halt mit einer der Motivationen. Ich meine, ihr kennt mich, ihr wisst sicher, es ist eigentlich lieber auch herauszufinden, wie Spielmechaniken funktionieren. Ausdauer, Magika, Gesundheitsregeneration, Widerstand, Gift. Maximale Gesundheit. Oh, hier hätten wir die maximale Gesundheit nochmal erhöht. Okay. Und das ist halt, okay, das ist halt auf jeden Fall gegeben bei dem Game. Man muss die Spieltechniken auseinanderklamistern, sonst hat man die Arschkarte. Aber wo habe ich denn Silber? Hier passt es nicht mehr rein. Dann ist es hier dran, okay. Weiß doch, der Zweck heiligt die Mittel. Jetzt will ich immer mal kurz das gucken für den Schneedra. Das verbesserte Spinnrad hat bei mir auch nur einen Haken. Und das dürfte wirklich auch nur geschützt und maximal beleuchtet sein, wenn überhaupt. Geschützt, warm, warm, gut ausgeleuchtet, Weber. Warte mal. Die Stoffpuppe, die Stoffhaltepuppe ist eine Erweiterung, die das Spinnrad beeinflusst. Hier. Dürfte dann das Ding Weber geben, aber dass das schneller geht dadurch, wage ich zu bezweifeln. Witzigerweise wurden jetzt die Lampen nicht angezeigt, weil wenn ich den hier anhebe, nee, auch nicht. Die Lampen werden nicht angezeigt. Ja. Gut, was wollten wir? Wir wollten irgendwie so ein Dings herstellen. Ne? Dürfte irgendwo. Ja, jetzt haben wir hier wieder die rituelle. Mit was war das? Mit was war das nochmal? Mit was war das nochmal? Was war das, was das beeinflusst? Was ist, was war das? Ja, schön. Das war nicht die Sonnenuhr, ne? Ah, warm. Siehst du? Ist noch so ein Punkt. Siehst du? Ne? Was war das denn jetzt, Mann? Scheiße. In der Hütte. Was war das denn jetzt? Stoffständer Sonnenuhr. Sonnenuhr, da war das Fernglas, okay. Warte mal, wie man das anders herstellen?
und wir waren hier unten irgendwo, ne? Nicht Trank. Das war... Verbesserung. R. Samenaufzucht. Ne, tatsächlich angeblich nur an der Verbesserten oder an der Werkbank. Rituelle Samenaufzucht. Einfache... Da ist er doch. Ach, ich Delfin. Okay. Und da fehlten mir die Kamillensamen. Seht ihr? Das hat mich jetzt so geschockt. Ich dachte, boah, wenn ich wiederkomme, bin ich bestimmt schon tot umgefallen. War nix. Dahlia, Jute, Kamille. Also Kamille, wenn dann überhaupt in der Waldwelt, ne? Was mit der Stoffhaltepuppe? Hm? Hast du gemacht? Und geht schneller? Ein Glas, ne? Voll mit dem Sack auf den Satteltisch gesprungen. Oh, automatisch auffüllen. Wenn es genau einmal herstellen, warum nur einmal? Wir hatten noch zweimal Samen der Kamille. 33 Quarz-Edelsteine haben wir. Ich guck gleich mal, ob wir das kaufen können hier bei unserem Händler. Ach, wird hergestellt, okay. Weil der hat ja schon eine Menge Rohstoffe. Ich meine, das sind alles niederwertige, ich wollte schon minderwertig sagen, niederwertige Rohstoffe, aber Kamille ist ja, ich meine, das ist eine geile Sache, Kamille, auf jeden Fall. Riemen, ich habe gerade Samen gelesen, aber das war bestimmt nur, ne? Ich kenne keine Pflanze, die primitiv heißt. Ich hätte Kamille vielleicht anpflanzen sollen, anstatt sie sofort zu verarbeiten. Okay. Können wir noch? Mal gucken, wie viel Samen wir herausbekommen. Aber das läuft mir immer noch nach. Ne? Ich bin so sauer. Ne? Was hier den Ackerbau betrifft, bin ich absolut abgefuckt. Aber wenn wir... Naja, 1 gegen 1 ist 1, ne? Also, und unnötig Arbeit. Blödsinn. Und ja, ich werde noch an der Hütte weiterbauen. Keine Panik, Freunde. Wo habe ich denn die Schisskanne? Oh, das stecken wir auch mal mit ein hier. Weil ich möchte eigentlich heute noch den Waldschrat finden. Jetzt wissen wir natürlich nicht, wie voll die Gießkanne ist. Okay. Geschützt warm. Reduziert Wachstumsrate um 25%. Ich probiere mal so einen Topf aus, ey. Ist mir egal, Mann. Ist ja auch ein Blumentopf, ne? Warum hat man keine Füllstandsanzeige, eine Gießkanne? Was soll das? Ach, und die Fische, die ich da habe hüpfen sehen, das waren Ratten. Nur mal so beiläufig bemerkt.
Aber ich habe genug Moosbarsche zusammenbekommen. Ja. Das Moosbarschöl. Gut. Ja, immer dann, wenn die Rotaugenbarsche anfingen zu beißen, bin ich woanders hingegangen. Dann hatte ich wieder Moosklos. War cool. Ja, Freunde, wir warten aufs Christkind, ne? Ach, welches war es denn jetzt? War das hier? Ach ja, stimmt, kann man ja so nicht sehen. Steht aber auch hier nirgends, ne? Das ist echt schade. Okay. Ja, vielleicht sollten wir noch ein bisschen Ersatzfleisch mitnehmen. Apropos Ersatzfleisch. Okay. Dann haben wir noch das Tor irgendwann offen ist. Ist ja riesig, die Sonnenuhr. Okay. Pff. Ich gehe dann noch mal pinkeln. Ja, aber ich wollte trinken. Ja. Oh nee, oh cool. Na dann, können wir eigentlich auch hier rum? Warte mal. Ähnlich wie mit der Handlampe bei... Eigentlich das ist mit der kürzeste Weg, aber der nervt mich am meisten. Wir könnten mal gucken, wie es hier lang ist. Bei The Long Dark. Dann hat man die in der Hand. Dann guckt man ins Inventar.
Und wenn man dann damit fertig ist, ist die Lampe leer. Wir brauchen sowieso jetzt erstmal so einen Wall Dome, ne? Hinten sind viele kleine Bots, aber... Ach ne, das sind Pflanzen. Ach und, Holzschrecken. Ah, wo könnte sich so ein Arsch aufhalten? Eigentlich in der einen, also wir hätten eigentlich in eine andere Wüstenwelt teleportieren sollen. Da könnte einer sein. Denn in der etwas höher, da, klassischen Welt, da sind die an jeder Ecke. Aber, ja, ist das ein Geschwader da drumherum? Ist echt eine gute Frage. Kann ich dir was darbieten? Ah ja. Geil. Cool. Okay. Bonkt man. Ringelblume. Ach ne, Dahlia. Für dich habe ich nichts mehr, aber du bist auch keiner von denen. Du bist ein Pimpf. Leer. Oh, doch nicht leer, cool. Aha, okay. Ich dachte, meiner hat, der hier hat irgendwie so einen Rückschlag. Schockwelle und legendäre Fährte. Naja. Okay. So, hinter dem Berg müsste der sein, ne? Mhm. Hä? Wo ist Frankenstein hin? Questbereit. Hä? Was ist denn? Ich liege richtig hinter diesem Berg. Aber Elfas ist doch kein Gegner. Ein nettes Tier, das uns nichts tut. Es sei denn, wir treten ihm auf den Rüssel. Dann ist das so. Kann er das schon mal. Kann er das schon mal übernehmen?
Ja, habe ich im Sack. Also, ich meine, im Tütchen. Oh. Schon zurück hier. Euklids Laternenpfahl. Euklid. Griechische Mythologie. Was hat er denn gemacht? Okay, haben wir abgedingst. Jetzt müssen wir echt eigentlich dieser Nelly den Scheiß bringen. Nee, wir müssten eigentlich noch den Eoten finden, ne? Den guten alten. Das war's jetzt. Diese Scheißlampe. Geometrie, Mathematica, 299 vor Christus. Okay, danke. Also doch nicht griechische Mythologie, Euklid. Jetzt waren im Pressglas. Ergänzt folgende Stationen um neue Rezepte. Deswegen auch ganz ohne Mathematik, das ist cool. Ja, yeah, okay. Tja, dann pinkeln gehen, ne? Ich brauche eh was zu trinken, also. Ja. Ozzy ist nicht da. Chris. Hi, Chris. Ja, ich meine, Musik ist Mathematik, also, ne?
Und das nicht nur wegen den Viertel, Achtel, Sechzehntel, 32. Noten, sondern auch wegen den Harmonien. Ja. Oh! Reize fortsetzen! Ich muss meine Dampfe noch füllen. Was haben wir denn an unnötigem Plunder dabei? Okay. Dann haben wir doch mehr bekommen, als ich dachte. Was tun wir mal in die Sammelsuriumskiste? Wo habe ich denn die eine Linse? Dann tun wir die mal mit da rein. Ich gucke jetzt nicht nochmal alle Kisten 30 mal durch. Zauberdinger haben wir keine. Ah, wir haben hier. Okay. Erhöht den Nahkampfschaden sukzessive, je niedriger dessen ausgeruhten Wert ist. Aha. Ach, da ist die Linse. Kommen die uns auch schon mit so einem Scheiß? Amethyst haben wir nicht. Okay, Mister, passt ja auch nicht mehr mit rein. Sammelsuriumskiste. Diamant habe ich hier drin. Warum hat der Zauber... Okay. Flüssigmetall habe ich auch hier drin. Aber Nickel, kein Kupfer. Kupfererzbarren? Wow. Geil. Also da haben wir schon ganz gut abgeräumt, muss ich sagen. 99 Schuss im Revolver, okay. 88 Schuss in der Schrumpe, okay. Ist gut. Cool. So, dem müssen wir das da bieten. Eigentlich nur eins davon. Nelly Blei sollen wir zu der ätzbaren Roboter Zauberöl bringen. Und das Herz eines alten Idioten. Mein Herz kriegt die nicht. Das ist die Waldjagdwelt. Ja. Nachschub mitnehmen. Oh. So, in der Waldjagdwelt müssen wir uns eh ein bisschen umschauen. Oh, warte mal, Nancy. Hast du die Taschen leer? Ich meine, du bist eine Frau. Okay. Okay.
muss nur eben ein Liquid holen. Mir fällt schon immer was ein, bis wir mit den Servern durch sind. Welt wird vorbereitet. Wow, ich bin gleich wieder da. Kannst du ja kaum glauben. Die sind ja mal schneller als ich. Hier ist schön. Heinioten. Aber das sind nur normale Ioten höchstwahrscheinlich. Aber schon mal geil. Und? Was sagt unsere Hacke? R. Legendäre Fährte. Ach da, aha. Entschuldigung. Jetzt keine Fährte. Hätte vielleicht das Ding hier drauf machen sollen. Aber okay. Bei diesem Level 70. Wow, cool. Und wir sind K3, K4, K6, K11. Ich hab mich die Dampfe voll, Freunde. Die Dampfe ist voll. So, und hier gibt's ohne Ende Schimmer. Nennt sie, kein Gewimmer. Schimmer. Ja, mal auf, ne? Jo, echt, an jeder Ecke. Wanderschätzchen? Was sind denn Wanderschätzchen? Sind das die kleinen Ioten oder was? Gucken wir mal. Sind diese ekelhaften Viecher? Wo sind denn die Ioten hin? Ein Ioten, hä? Okay, Heinioten sind diese Wanderschätzchen. Ist aber ekelhaft. Ältere Ioten, da hinten. Oh, wie geil, wie geil, wie geil! Lasst mich in Ruhe, sonst bekommt ihr es mit dem Hammer. Hier ein älterer Ejot.
Masse 2, das ist schon mal ziemlich geil. Ich denke jetzt nicht, dass sie ein Schild um den Hals tragen oder hier einen Kiosk aufhaben, geöffnet haben, aber Todesnetzspinne, cool. Aber da war meine Vermutung ja eigentlich richtig mit den schwebenden Steinen. Problem ist einfach nur, es sollen Bäume sein. Jetzt steht da wieder Hain-Ioten. Da steht ältere Ioten. Das hier ist einer. Ja. Wie kann ich jetzt mit dem communicaten? Ich kann durch den durchgehen. Das ist ja geil. Ah, hier, da, warte. Das meinte ich nämlich. Es gibt hier so Wurzeln, die fressen. Ich hab die schon mal. Was gegeben und habe immer nur Krempel bekommen. Take a bow, my friend. Hut ab, Mensch! Du hältst den letzten Teil von Ellis Rätsel in der Hand. Nun, steckt noch mehr in dir? Die Welten vergiften dein Blut. Ah, ja. Dasselbe urtümliche Bündnis mit dieser Wildnis, das einst die Ritter der vergangenen Sommer auf den Plan rief. Ein Teil von dir würde gerne bleiben. Nichtsdestotrotz solltest du die Wacht aufsuchen. Nee, ich will das nicht. Willst du das? Byras Kälte durchstreift die Luft. Ja, ich hoffe, ich würde mich freuen, wenn wir die Eiswelt sehen könnten. Die hungrige Löwin wird brüllen und ihre Wölfe werden... Löwe hat keine Wölfe. Blödsinn. Wir werden den Mond einholen und wir wissen beide, dass die Menschen im... Erreiche... im Winter ihre Schwierigkeiten hat. Okay. Erreiche Nightingale, ihr missgünstiger Alabasterfeld. Denn dann wird dich nicht mehr erobern und schützen können. Okay, schön. Ich will dieser Nellini gar nicht helfen. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Okay, liebe Freunde, also wenn man durch Bäume durchgehen kann und die echt geil aussehen, dann ist da meist noch so eine Armbinde. Nee, so ein Ding. Da könnt ihr auch andere Sachen reintun. So, super. Ich dachte, wir treffen jetzt den meisten Idioten. Na gut, wir hätten auch gegen ihn kämpfen können. Also ich weiß nicht wie, aber... Ja. Da hinten hätten wir noch einen Fae-Portal. Und wir haben hier den Essenz... Wir haben gerade eben einen Essenzhändler gesehen, durchs Fernglas.
War das echt der hier? Gehen wir nochmal zu ihm. Muss man aber echt aufpassen. Die anderen Eotenherzen sehen genauso aus. Ich habe ja leider schon gegen Eoten gekämpft. Ich war ja so dumm. Besser gesagt, Nancy musste ja unbedingt mit ihrer Axt Bäume fällen. Ah, Essentialer Raymond. Alle lieben Raymond. Ach, der ist da! Okay, dann haben wir zwei in einer Richtung. Das ist cool. Und die Welt lasse ich offen, also für Schimmer? Immer. Nancy, wenn du magst, kannst du ihm gerne helfen. Naja, ich meine, wir haben hier genug Zeug rumliegen, ne? Muss nur aufpassen, dass ich da... Er hat schon Holzbündel fertig, okay. Dass ich da nicht das Holzbündel aus dem Holz des älteren Idioten rüber tue. Aber Holzbündel braucht er anscheinend keine mehr. Trotzdem werde ich das jetzt alles händisch machen. Steine, ne? Oder? Ah, ja. Steine braucht er. Okay, ihr braucht nicht mehr viel von den Pflanzenfasern. Beim Regen ist es echt scheiße mit den Steinen, aber okay.
Hui. Hui. Müssen wir gleich noch Baumholz kaufen? Haben wir Bauholz? Okay. Oder haben wir einen Sägetisch? Ne. Hilfe, was habe ich denn? Holzbändel habe ich aber. Ui, ui, ui. Jägerkarte. Okay, cool. Ja, mit Kindern. Jetzt mal eben den Strömtitel anpacken. Weil wir haben ja jetzt schon nichts mehr mit. So. Wird da noch Leute reinschauen, so von wegen, oh ja, Frankenstein, ho, 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 ho. Nö, nix mehr. So. Ja, auch wenn ich das nicht möchte, sollten wir Nelly Bly vielleicht tatsächlich den Scheiß vorbeibringen. Wollt ihr weiterkommen? Entschuldigung. Also hier gibt es noch einen Eselzündel, aber ich glaube, die haben alle nichts mehr für uns. Dann wäre... hier noch ein recht hochwertiges Fae-Portal. Da seht ihr. Dann kann man da hingehen und kann dem was offern. Ich will mal so ein bisschen Sülze. Dann kriegt man manchmal was dafür. In diesem Fall Holz. Aber warte mal. Biotenholz. Man kann auch einfach drauf. Ne, Kopf treffen. Ab mit dem Kopf. Viel geiler. Ach so, du meinst den. Ne, du kriegst ja Jotenholz, Mann.
Oh, die Spinne, das ist interessant. Die kämpfen da gerade gegeneinander. Nancy würdigt das Schauspiel mit keiner Miene. Nancy würde lieber den Baum abhacken. War gut. Oh, da kommt noch ein. Okay. Ein Fabelwesen hier. Also hier die Bären sind alle Fabelwesen. Ich weiß nicht, wie das in anderen Waldwelten ist. Oh. Hast du auch einen Namen? Können wir darüber reden? Können wir darüber reden? Das ist doof. Durch meine dicke Rübe seht ihr den Chat nicht. Was wir da bekommen. Das ist alles Klasse 2. Und leider nur Chitin und so. Nichts mit irgendwelchen Leidenfäden oder so. Schade. Aber immerhin. Umgang mit den Feen, niedrige Feenhöfe werden wieder nach ihrer Abstammung, bla 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 bla. Nee, ist mir echt leider zu viel. Mhm. Überall Schimmer. Ja, das wird ziemlich geil, ich werd... Oh! Wird auf jeden Fall mal in Ruhe farmen gehen.
hätte mehr erwartet als ein Dreier. Scharfschützenkarte. Gunst der Macht. Hör dich doch. Wo bist denn du? Postkarte. Hey. Du bist ja mal wieder fraglich. Du hättest gerade hier noch eine Kiste gesehen. Ich hab mehr erwartet als ein Dreier. Ja, ja, Schneedra. Wo war denn die Kiste? Habe ich die nur erträumt? Das kann natürlich gut sein. Aber irgendwas geschaltet. Au, 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 au. Aha, okay. Crank, 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 crank. Ja, 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 ja. Ja, ja, das sind die Hormone. Nee, da natürlich. Sicher, da, sicher. Nein! Aua, das tut doch weh! Ja, aber ich glaube nicht, dass wir hier, ne, wegen dem, ne? Ihr wisst schon. Hör dich doch. Scheiße. Scheiße.
Das war nur der Typ, der hier so einen Krach gemacht hat. Aber wozu sollte es denn diesen Schalter geben? Ist egal. Die ist abgeschlossen. Okay, vor uns, rechts neben uns ist nochmal eine Besatzung. Gut, Nancy. Danke. Gesetzlose Karte. Auf jeden Fall geil hier. Nancy. Oh. Shit. Jetzt aber. Oder er hat mich. Komm, komm. Alter Verwalter. T-Service schaltet aber die Glasrohrschrotflinte, ne, oder? Naja. Du fragst dich, was die Entwickler geraucht haben. Ja, ich frag mich immer, was sie gelutscht haben. Stinknormales Holzbündel. Da waren bestimmt irgendwelche Lutschpastillen, die die da zu sich genommen haben, weißt du? Sagenumwoben, ne? Noch gar keine Strebenbarren hergestellt. Wobei Streben ist natürlich einmal Streben und einmal die Strebe, ne? Also.
länger kein Magnesium abgebaut. Aber auch noch nicht verballert. Also die fucking Jagdwaldwelt lohnt sich definitiv. Immun, 200. Geil. Nancy, warte mal. Das wird haarig. Dieses immer nur einen Nachladen, das ist echt heftig. Wenn du da vor so einem fetten Gegner stehst. Dann kann das schon mal echt übel enden. Nancy, du hast volle Arbeit geleistet. Du hast meinen allerhöchsten Respekt. Alter, wir brauchen dringend eine bessere Spitzhacke. Aber hier 130 und die ist schon aus... Ja gut, Laucanus, das Lacunus oder wie auch immer. Das geht ja noch. Das geht ja wirklich noch. Das ist jetzt keine Bronze oder so. Erscheinen zwei? Ne, das war nur eine bisher. Zwei Schwefel, wa? Invasion gewesen zu sein. Saphir, schön. Also die Welt lohnt sich definitiv. Jagdwaldwelt ist schon mal ziemlich geil, was Rüstung angeht. Ich höre die ganze Zeit die Musik. Ich weiß aber nicht, wo es weitergeht. Ich glaube, da drüben. Ja, hier. Doch, das waren zwei Invasionen. Dafür ging das aber echt noch. Wow. Tja, man muss überlegen, wir haben
Okay, geil. Wir haben 750 Leben, ne, im Moment. Also von daher, jetzt stellt euch mal vor, wir wären da mit unseren 100 Leben irgendwie hier angekommen. Das hätte dann schon ein bisschen anders ausgesehen. Was haben wir denn? 20 von 75, okay. Geht das also? Okay, cool. Blasemark, der schaltet ja auch bei der Nähstation was frei. Nur um da jetzt nochmal drauf einzugehen, auf deine Aussage. Das sind doch so die Sachen, warum ich mich so pikiert habe. Und was fast zum Überlaufen hat, dann die ganze Menge bei den Sonnenblumen gebracht. Ach nee, das ist eine unangenehme Höhle. Aber die bringen sich anscheinend gegenseitig um, das ist gut. Unterschiedlich sind die aber nicht. Die greifen meine Nancy an, das geht zwar nicht. Das ist ein dickes Vieh hier. Schätzchen Klasse 2. Aha. Ich meine, wir müssen eh hier überall rum. Hier sind 2 oder 3 zerbrechbare Wände. Und eine Menge von diesen geilen Kisten hier mit Munition. Ist halt unangenehm zu sehen hier. Also, durch dieses Blooming und so.
ständige Dunkelheit ist echt ätzend. Zumindest kriege ich da Augenkrebs. Wir haben die Türe schon geöffnet. Nee, das ging mir jetzt ein bisschen zu schnell. So ungefähr kenne ich den Weg in diesem Dungeon. Das habe ich schon dreimal oder so hinter mich gebracht. Ist ein bisschen verarscht und normalerweise ist hier auch noch so ein Essenz-Ding. Verarschend, nicht verarscht. Na, wenn's cool ist, Pech. Deswegen, das meine ich. Also es gibt hier zwei, drei versteckte Wände oder zerstörbare Wände. Die lohnen sich. Auch in niedrigeren Levelkarten. Aber hier ist noch irgendwo was. Und zwar gibt es hier so ein Tricky Picky, soweit ich weiß. Ja, dann schlaft gut, ihr beiden. Eine angenehme Nachtruhe wünsche ich. Und ich mache jetzt auch nicht mehr lang. Das ist das Fae-Portal, das ich jetzt noch durchstöbern werde. Das war's. Normalerweise, also es gibt eins, da hat man einen Jump hier hoch. Aber die Dinger hier tun nur weh. Kohle, ne? Okay. Dann durch die Tür gehen, eine Runde pennen, weil dann dürften wir eigentlich im Ruheraum landen. Jetzt. Hilft uns aber auch nicht mehr, ne? Ne. Bär. Mhm. Na dann. Ja, danke fürs dabei sein. Schlaft gut, träumt süß. Und wir sehen uns morgen. Ja, frühestens am Abend. Hab morgen einen langen Tag. Aber nichts Schlimmes. Alles gut. Betsy, bleib mal. Und es ist auch nur Raubtier, okay?
Spinne, okay. Jetzt nicht unbedingt das Verlangen nach, aber... Wenn das so ist, ist das so, ne? Oberspinne, okay. Ich würde mal sagen, das war die Oberspinne. Dank Nancy. Dazu hatten wir jetzt auch noch den gut ausgeruht Bonus. Mit Slash. Aber ging echt recht schnell eben das Ding. Ach, warte mal. Nur ein Jumper. Immer noch ein Jumper. Ey, doch nicht. Drecksack. Er hat sich als Jumper getarnt. Nee, das war keiner. Okay. Da unten eben auch nicht. Och, nee. Mein Rucksack ist voll, Nancy. Nancy, was machen wir denn da? Gib dir auf keinen Fall das Idiotenholz. Faden erweiterter Arcana Docht. Also, da haben die aus einem Docht Faden gesponnen. Krang! Entschuldigung. Ich wollte eigentlich in den Mittelgang, da drüben. Kommen wir von da rein, ne? Der Schlafsack wurde in Mitleidenschaft gezogen.
Au. Jetzt eigentlich noch einen höher. Ja, geschafft, ne? Lotus insgesamt in diesem Level bekommen. Wow. Cool. Hammer. Ja, und wenn wir das nächste Mal dann Nightingale zocken. Oder wollen wir Ellie Bly den Scheiß noch bringen? Wir haben schon 10:30. Gute Frage. Ich reise jetzt eh nach Hause. War überhaupt Nellie Bly? Da werden wir denn schon erfahren, ne? Nee, ich würde sagen, wir machen Feierabend. Wenn wir zu Hause sind, gibt es gar kein großes Bohai mehr. Wir warten jetzt auch gar nicht mehr, also... Ihr müsst nicht mehr auf den Server warten. Weil ich glaube, das kann schon wieder ein bisschen dauern. Das heißt also, ach, warte mal, Alomura. Ich verabschiede mich. Bedanke mich fürs dabei sein. Schneedra, viel Spaß noch, ne? Hast du ja gesehen. Wird interessant und eine Spitzhacke 200 wäre schon zu empfehlen und eine Axt 230 wohl auch. Sense hatte ich auch schon mal 200 irgendwie. Das sind, jetzt kommen coole Welten mit coolen Ressourcen. Ja, wie gesagt, vielen lieben Dank. Dann, na, sehe ich auch so, mir läuft nichts weg. Wünsche euch einen schönen Restabend, schlaft gut, träumt süß. Kommt gut in den Dienstag und ja, wie immer, passt auf euch auf, passt auf eure Lieben auf. Gehabt euch wohl, ich drück den Knopf und bin raus.